Willkommen bei Maluni TV. Heute haben wir eine Aufgabe, die so schmerzhaft ist. Ihr seht, wir haben es nicht einfach. Wir müssen sehr, 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 sehr hart arbeiten, um Sachen rauszufinden. Und was wollen wir heute rausfinden? Wir wollen heute rausfinden, wie passt den Käse zum Wein zusammen. Da wird viel geredet. Manche sagen, passt gar nicht. Manche sagen, ja, aber ganz Spezielles. Zu speziellem, und wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkle bringen in diesem Bereich und haben vorbereitet Folgendes. Wir haben hier einen Käse, Käse. Comté, 12 Monate alt, einen Brebis aus den Pyrenäen, also ein Schafskäse, Schaf. einen Camembert Aus Rohmilch. aus Rohmilch und einen Époisse aus dem Burgunder, so ein Rotschmierkäse. So vier eigentlich ganz gängige Käsetypen, und die wollen wir zusammen mit den Weinen probieren und die möglichst schönsten Kombinationen rausfinden. Dazu gibt es als frischen, leichten Weißweintyp einen Sauvignon Blanc von der Loire, einen Chardonnay aus Südfrankreich, der so ein bisschen den volleren, körperreicheren Richtig. Weißweintyp symbolisiert, einen provenzalischen Rosé, dann einen Côte d'Rhône, der so den weichen, fruchtigen, opulenten Rotwein symbolisiert, Und die und Tannine genau die am Tannine, ein Ende. klassischer Haut Médoc aus dem Jahr 2010, Château Bellegraf. Wir müssen jetzt alles leer trinken. Wir müssen jetzt alles für euch leer essen. Wir Rein müssen wissenschaftlich kombinieren. versteht Und sich. ja, und Ja. was aber interessant ist dann am Ende. Am Ende müsst ihr diese Arbeit eben nicht tun. Wir können euch dann sagen, nein, das passt nicht oder das passt mehr oder weniger. Wir tun das für euch. So ist das. Wir freuen uns. Bis später. Also, ich bin sowieso mehr zur Not, das ist ein klares Minus bei mir. Ja, das passt zur Not. Das ist ja, also mit Comté war definitiv besser dazu. Ja. Aber nee, passt vom Tier nicht schlecht. Jetzt reicht's aber auch genauso. Aber ja, das ist auch nichts, was ich groß feiere. Also, da kannst du einen machen. Kann man durchaus auch machen, finde ich. Ja, ist kein Hammer, aber ist gut, ich habe eins gegeben. Ich würde eine 0 geben. Aber das ist ein Kammer, schon viel bei mir. Willkommen zurück. Oh ja. Die Schlacht ist geschlagen. Oh ja. Ja. Schwieriges Thema, wie wir schon vermutet haben. Man muss ganz realistisch sagen, nur ein Viertel der Kombinationen waren eigentlich überhaupt irgendwo genussbringend. Ja. Also das heißt auf Verkehrsseite drei Viertel überhaupt nicht. Ja. Und da sind Aber, wir uns einig. ja. Es ist so. Und egal, was man liest, wir haben das hier verkostet. Es hat einfach nicht harmoniert. Ja. Ja, ein paar schöne Sachen haben wir natürlich schon gefunden. Also Stefan, bei dir war es. Der Côte d'Rhône und der Comté. Ja. Comté, ein Hartkäse, also ein Bergkäse mit einer fast tausendjährigen Tradition. Unglaublich würziger Käse. Und komischerweise zu dem Côte d'Rhône, der sehr, sehr fruchtorientiert ist, der hat super Ja, geschmeckt, ihr auch. war sehr gut. So, Als meine Lieblingskombi war dann wahrscheinlich hier der Rosé mit dem Pyrenäen-Schafskäse. Das ist Eine komisch, gell? Sache, wo ich am Anfang gedacht habe, Das geht den gar Käse nicht. gegessen und dann an den Wein gedacht, das geht gar nicht. Aber es hat wirklich wunderschön harmoniert. Die haben sich beide genügend Raum gelassen. Beim Camembert können wir allgemein sagen, macht die Rinde weg. Also Also wir haben immer gespürt, dass die Rinde. mit Rinde ging überhaupt nichts. Ohne Rinde auch eigentlich schwierig zu allem. Époisse ähnlich. Also auch keine Kombination, wo man irgendwo sagen würde, Obwohl man da sagt, der hurra. passt zu dem Burgunder Wein. Gut, wir haben jetzt den Rhone-Wein da gehabt, aber das hat nicht gepasst. Vor allem, wenn man es da. Das hat zum Rotwein auch nicht gepasst und Nee, auch nicht zum überhaupt nicht. Weißwein. Also, Überhaupt nicht. die ist sehr schwierig, die So Weißkäse. generell konnte man echt sagen, dass die beiden Halbfesten definitiv die bessere Wahl sind zum Wein. Ja. Mit den Weichkäsen Finger weg. Manchmal ist natürlich dann auch der Wein dominierend. Ein sehr guter Käse dominiert eigentlich auch fast immer den Wein. Sollte auch nicht sein. Es sollte einfach passen. Natürlich dürft ihr auch zu Hause rumexperimentieren. Wir haben das ja für euch gemacht. Aber wir werden uns in Zukunft auch weiter quälen, um Erkenntnisse zu bringen, die euch was bringen bei der Auswahl der Käse und mit dem Wein. Aber wie gesagt, glaubt nicht alles, was ihr liest. Es schmeckt nicht alles gerade so top. Mit Käse und Wein. Da muss man sich schon ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Das könnten wir jetzt eigentlich noch machen, ne? Die Das machen tiefere wir jetzt Beschäftigung. für euch. Sehr Bis zum dann. Wohl. Ciao.